Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Mein Thema heute Abend lautet die Vereinigten Staaten und die Globalgeschichte des Ersten Weltkrieges. Jetzt könnte man sagen, naja, die USA und der Erste Weltkrieg ist ja eigentlich schon genug, jetzt auch noch die Globalgeschichte draufgepackt. Aber was sich dahinter verbirgt, ist nichts anderes als der Versuch, einmal eine neue Beleuchtung aus der unmittelbaren Forschung heraus, die ich zurzeit durchführe, eine neue Beleuchtung der Rolle, die die Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Krieg gespielt haben, vorzunehmen. Und zwar nicht nur für die Zeit, in der sich die USA an dem Ersten Weltkrieg beteiligt haben, seit 1917, sondern auch für die Jahre, in denen die USA offiziell neutral gewesen sind. Sie wissen, Globalgeschichte ist ein neuer Trend innerhalb der Geschichtswissenschaft. Heute tun wir es eigentlich in der Geschichtswissenschaft kaum noch mehr unterhalb dieser Ebene der Globalgeschichte. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben, in allem immer einen globalgeschichtlichen Kern sehen zu wollen. Und insofern ist das, was ich heute vortrage und das, was ich auch im vergangenen Jahr an der Universität in diesem Zusammenhang gemacht habe, natürlich auch ein Versuch, einmal herauszufinden, was man wirklich erklären kann, wenn man eine globalgeschichtliche Perspektive auf ein ganz bestimmtes Ereignis oder auf ein ganz bestimmtes Land wählt. Anders formuliert, wie viel Globalgeschichte brauchen wir eigentlich, um die Geschichte des Ersten Weltkrieges, die ja nicht zu Unrecht als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden ist, verstehen zu können, in ihrem Entstehungsprozess, ihrem Verlauf, ihrem Ende. Ich habe in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr, es läuft zurzeit auch noch, zwei Seminare an der Universität veranstaltet. Das erste Seminar hieß die Globalgeschichte des Ersten Weltkrieges. Und die zweite Veranstaltung, die noch läuft, heißt die europäische Geschichte des Ersten Weltkrieges. Und das war für mich selber einmal ein Versuch herauszufinden, was sich auch in der Lehre eigentlich am plausibelsten darstellen lässt. Und ich muss Ihnen sagen, in dem Seminar über die Globalgeschichte des Ersten Weltkrieges haben wir natürlich brav uns die ganze Welt angeschaut. Und es gibt natürlich in vielen Weltregionen Vorgänge, die mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung zu bringen sind. Und es gibt weltweit eine Beteiligung am Ersten Weltkrieg. In Afrika wird gekämpft, in Asien wird gekämpft, die Nordamerikaner kämpfen. Der einzige Kontinent, die einzige Weltregion, die praktisch unberührt bleibt vom Ersten Weltkrieg, ist Südamerika. Aber ansonsten sind alle irgendwie drin. Und auf den Weltmeeren gibt es natürlich auch viel Bewegung und Geschehen. Und von daher waren wir eigentlich anfänglich in diesem Seminar relativ optimistisch, dass sich so etwas herstellen lässt wie ein globalgeschichtliches Bild des Ersten Weltkrieges. Allerdings, und das war da ein Stück weit die Ernüchterung am Ende dieser Veranstaltung, stellte sich dann heraus, dass die Frage nach den Ursachen, den Folgen und vor allen Dingen auch die Frage nach den Ursachen des Endes des Ersten Weltkrieges nicht wirklich hundertprozentig globalgeschichtlich zu erklären sind, sondern dass das meiste dann letztlich doch in der europäischen Geschichte verbleibt. Das ist jetzt nicht ein pessimistischer Einstieg in diesen Vortrag, sondern zunächst einmal auch einfach ein Stück eine Warnung davor, zu glauben, dass diese globale Perspektive immer die ertragreiche zu sein hat. Gelegentlich ist es in der Tat auch so, dass eine kürzere räumliche Reichweite durchaus beim Verständnis der Zusammenhänge hilft. Was aber in jedem Falle relevant ist, und dieses Stück Globalgeschichte des Ersten Weltkrieges kann natürlich überhaupt nicht wegdiskutiert werden, ist der Umstand, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, also eine außereuropäische Macht, in diesem Krieg in den letzten anderthalb Jahren eine enorme Rolle gespielt hat. Und insofern kann man natürlich auch sagen, dass der Erste Weltkrieg eine Besonderheit ist, insofern als es der erste Krieg gewesen ist, in dem Europa nicht in der Lage gewesen ist, diesen Krieg alleine aus sich selber heraus mit den europäischen Kräften in irgendeiner Weise zu beenden. Denn ohne die Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika wäre das Kriegsende im November 1918, der Waffenstillstand, so nicht erreicht worden.
Wenn man über die Globalgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen des Ersten Weltkrieges spricht, dann ist in dieser Sicht natürlich auch relevant, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ja im Grunde ein bisschen mehr sind als nur ein außereuropäischer Staat. Was ich damit meine, ist der Umstand, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ethnisch und natürlich auch von ihrer historischen Genese ein sehr vielfältiges Gebilde sind. Sie wissen das, es ist ja zunächst einmal zwar hervorgegangen aus englischen Kolonien, aber auch diese englischen Kolonien waren von sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen besiedelt worden. Und vor allen Dingen nach der Unabhängigkeit der USA setzte dann relativ schnell eine europäische Zuwanderung ein, die im Verlauf des frühen 20. Jahrhunderts dann auch schon überging in eine Zuwanderung aus Südamerika und aus Asien. Das heißt, wir haben ein immer bunter werdendes Gesicht der Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Zuwanderung bis 1914 kommt natürlich zu einem letztlich überwiegenden Teil aus Europa. Das heißt, die Vereinigten Staaten haben immer auch ein europäisches Gesicht. Es ist im Grunde auch dieses zunächst einmal Gefühl einer Verwandtschaft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und vielen europäischen Staaten, das die USA dann zunächst in der Reaktion auf den Ausbruch des Europäischen Krieges im August 1914 zu einer Haltung der strikten Neutralität bringt. Was ich also heute machen will, ist Folgendes. Ich habe Ihnen hier die Gliederung einmal an die Wand geworfen. Ich will Ihnen zunächst ganz knapp einen Abriss geben über das, was ich nenne die traditionelle Erzählung der Geschichte USA und Erster Weltkrieg. Und ich will dann kontrastierend oder auch ergänzend dazu vier Punkte ansprechen in einer globalgeschichtlichen Perspektive. Ich will ein bisschen darüber reden, was eigentlich Neutralität heißt. Die USA sind ja von 1914 bis zur Kriegserklärung an das Deutsche Reich am 6. April 1917 neutral. Aber was heißt das eigentlich? Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist natürlich der Umstand, dass der amerikanische Präsident Woodrow Wilson relativ früh ein globales Verständnis des Krieges entwickelt und dieses globale Verständnis des Krieges auch die amerikanische Politik prägt nach dem Kriegseintritt im April 1917. Ich will dann schließlich über das sprechen, was man in der Forschung The Wilsonian Moment nennt, das heißt eine gewisse weltpolitische Aufmerksamkeit für die berühmten 14 Punkte, die Woodrow Wilson Anfang 1918 vorgelegt hat als Ausdruck amerikanischer Kriegsziele. Und ich will dann schließlich resümierend etwas sagen über die Position der USA in der Welt 1918-20. Ich habe das einmal mit dem Widerspruch gekennzeichnet, Positionsgewinn und Rückzug. Ja, ich beginne mit der traditionellen Erzählung, das heißt mit dem üblichen Narrativ, so heißt das jetzt bei uns in der Wissenschaft, wenn man sozusagen auf so etwas eingehen will, also mit dem üblichen. Ja? Also vieles davon wird Ihnen sicherlich auch bekannt vorkommen. Die Vereinigten Staaten von Amerika reagieren, ich habe es schon gesagt, auf den Ausbruch des Europäischen Krieges mit der Erklärung der Neutralität. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der seit Anfang 1913 im Amt ist, lässt also, gibt diese berühmte Formulierung, die Vereinigten Staaten haben impartial in thought as well as action zu sein. Das heißt also hier unbeteiligt sowohl im Denken als auch im Handeln. Und Woodrow Wilson fährt mit dieser Politik der Neutralität, zu deren zentralen Sprecher er wird, in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr gut. Das heißt, Amerika ist in der Tat nicht vorbereitet auf einen Eintritt in einen Krieg. Es sieht sich natürlich auch überhaupt nicht bedroht, zunächst einmal überhaupt nicht bedroht durch das, was in Europa vorgeht. Und der Europäische Krieg befördert zugleich natürlich auch den berühmten American Exceptionalism, das heißt die Vorstellung der Amerikaner, dass sie eigentlich eine bessere politische Ordnung haben als die Europäer, die schon wieder einen Krieg führen und schon wieder nichts anderes zu tun haben, als sich
gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Für Amerikaner ist das, was in Europa geschieht, vor allen Dingen dann der Stellungskrieg, zunächst einmal auch völlig unverständlich. Es gab in einer amerikanischen Zeitung eine Glosse, die lief ungefähr so, ich mache das jetzt aus dem Gedächtnis, da wurde dann gesagt, wenn Sie verstehen wollen, was in Europa vor sich geht, dann gehen Sie in Ihren Garten, graben einen 2 Meter tiefen Graben, füllen den zur Hälfte mit Wasser, legen sich 2 Tage und 2 Nächte in diesen zur Hälfte mit Wasser gefüllten Graben und schießen anschließend auf ihren Nachbarn. Ja. Also das war im Grunde ein bisschen diese Vorstellung, die in Amerika gerne kultiviert wurde. Die Europäer wissen eigentlich nicht wirklich, was sie tun, und verstehen kann man das nicht. Ja. Vor dieser Haltung wird verständlich, dass die Politik der Neutralität, die Woodrow Wilson einschlägt, hier also eine war, die in der amerikanischen Öffentlichkeit auf große Zustimmung stieß. Woodrow Wilson tritt 1916 zur Wiederwahl an. Und der berühmte Slogan lautet, he kept us out of war. Ja, er hält uns draußen aus diesem Krieg. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass Woodrow Wilson mit dieser Parole dann in der Tat 1916 wiedergewählt wurde. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht in einer Lage gewesen, sich komplett abzuschirmen von dem Kriegsgeschehen. Und das hängt natürlich auch schlicht und ergreifend damit zusammen, dass die europäischen handelnden Akteure nicht in der Lage und vor allen Dingen auch nicht willens waren, hier die Vereinigten Staaten von Amerika gewissermaßen aus diesem Konflikt herauszuhalten. Die große Herausforderung der amerikanischen Neutralität seit 1915 bestand in dem, was von der deutschen Reichsleitung und von der deutschen Seekriegsleitung als unbeschränkter U-Boot-Krieg durchgeführt wurde. Es war etwas, was man 1912, 13 sich so hat gar nicht vorstellen können. Aber die U-Boot-Waffe ist eine Waffe gewesen, die dann relativ schnell im Ersten Weltkrieg sich als ein möglicherweise entscheidendes Instrument der Kriegführung herausstellt, weil man mit den U-Booten von deutscher Seite aus den Versuch gemacht hat, die Dominanz der britischen Flotte und die britische Blockade deutscher Häfen aufzubrechen. Man entwickelt also hier die Waffe oder die Strategie des sogenannten unbeschränkten U-Boot-Krieges. Dieser unbeschränkte U-Boot-Krieg wird am 4. Februar 1915 von deutscher Seite erklärt. Sein Begriff, den Sie möglicherweise kennen, weil er üblicherweise natürlich angeführt wird, um die Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesem Krieg dann zu erklären. Was heißt das eigentlich, unbeschränkter U-Boot-Krieg? Das heißt nichts anderes, als dass die übliche Regelung im Seekriegsrecht und in der Prisenordnung, die darauf hinauslief, dass man ein Handelsschiff aufbringen darf, es aber erst nach dem Verlassen der Besatzung in die Boote versenken darf, dass diese Regelung, ich formuliere es jetzt einmal etwas vielleicht zynisch, ergänzt wird durch die Formulierung, dass bei einer möglichen Gegenwehr diese Haltung nicht eingenommen werden muss, sondern bei einer möglichen Gegenwehr darf das U-Boot auch in Tauchfahrt bleiben und in Tauchfahrt Schiffe, und zwar nicht nur Kriegsschiffe, sondern auch Handelsschiffe, feindliche Handelsschiffe versenken darf. Das wird interpretiert und ist natürlich auch interpretiert worden als einen Vorgang, der de facto einen Blankoscheck für den U-Boot-Kommandanten darstellte. Denn die Einschätzung, ob möglicherweise da oben irgendwo eine Gegenwehr stattfinden könnte durch einen schnell herbeieilenden Zerstörer oder anderes, ist etwas, was kaum wirklich rational einzuschätzen war. Insofern war die Erklärung des unbeschränkten U-Boot-Krieges tatsächlich ein Blankoscheck für die Besatzungen und für die Kommandeure der U-Boote einfach zu versenken, ohne um die Besatzung und die Passagiere des versenkten Schiffes in irgendeiner Weise sich sorgen müssen. Dieser unbeschränkte U-Boot-Krieg, der am 4. Februar 1915 erklärt wird, galt für die Gewässer rings um die britischen Inseln, denn man wollte, das muss man an der Stelle dazu sagen, natürlich Großbritannien treffen. Nicht primär die Vereinigten Staaten von Amerika, aber man wollte Großbritannien treffen. Es ist dieser unbeschränkte U-Boot-Krieg, der dann in der Tat zur ersten schweren Krise zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika führt.
Am 7. Mai 1915 kommt es zur Versenkung eines britischen Passagierschiffes, der Lusitania, vor der irischen Küste durch ein deutsches U-Boot im Rahmen des unbeschränkten U-Boot-Krieges, das heißt ohne Vorwarnung, ohne in irgendeiner Weise hier also zunächst einmal die Besatzung und die Passagiere in die Boote gehen zu lassen. Dieses britische Passagierschiff, die Lusitania, sinkt nach der Torpedierung. Sie sehen hier, die New York Times schreibt in 15 Minuten. Das heißt, es gab für die Besatzung und für die Passagiere keine reelle Chance. Es sterben 1198 Passagiere und Besatzungsmitglieder auf der Lusitania. Und das Entscheidende ist, unter diesen befinden sich 128 amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Die Versenkung des britischen Schiffes Lusitania und der Tod von 128 Amerikanerinnen und Amerikanern führt, das kann man sich denken, natürlich zu einer sehr scharfen Reaktion der US-Regierung, zu einem diplomatischen Austausch oder einem scharfen diplomatischen Austausch auch zwischen Woodrow Wilson und dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Als es im August einen weiteren Vorfall gibt, bei dem drei Amerikaner sterben, wird dann auch in der Tat der unbeschränkte U-Boot-Krieg von deutscher Seite eingestellt, weil man zu diesem Zeitpunkt nicht das Gefühl hat, die Vereinigten Staaten von Amerika an der Stelle weiter provozieren zu möchten. Es gibt also durchaus ein Ende der Kriegführung gegenüber den Handelsschiffen. Aber, das ist das Entscheidende, im Januar 1917 wird der unbeschränkte U-Boot-Krieg wieder aufgenommen. Warum? Zu diesem Zeitpunkt ist die deutsche U-Boot-Waffe enorm gewachsen. 1915 gibt es gar nicht so viele U-Boote, aber 1917 besteht die deutsche U-Boot-Waffe aus einer Fülle an Booten und die Seekriegsleitung sagt, wir sind mit diesen U-Booten jetzt in der Lage, England niederzuringen, vor allen Dingen unsererseits eine Blockade der englischen Inseln zu erreichen. Jetzt muss dieser Krieg, dieser unbeschränkte U-Boot-Krieg, wieder aufgenommen werden. Und man kann sich vorstellen, dass das im Januar 1917 nach dem Vorfall der Lusitania, das ist ja etwas, an das man sich in den USA erinnert hat, also hier an der Stelle dazu führt, dass es in den Vereinigten Staaten jetzt eine Bewegung gibt, die sagt, wenn Deutschland tatsächlich noch einmal einen unbeschränkten U-Boot-Krieg führt, dann ist es ein Casus Belli. Es passiert aber im Januar 1917 noch etwas anderes in den Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Und das ist etwas, was man nur als einen Höhepunkt der deutschen Diplomatie bezeichnen kann. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Arthur Zimmermann, schickt am 17. Januar 1917 ein Telegramm an die mexikanische Regierung. Ich paraphrasiere das jetzt etwas. Deutschland rechnet mit einem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika auf der Basis des unbeschränkten U-Boot-Krieges. Und man macht mehr oder weniger Mexiko ein Bündnisangebot. Mexiko könne sich ja an diesem Krieg gegen die USA beteiligen. Im Erfolgsfalle würde Mexiko einen Teil des Gebietes wieder zurückbekommen, das es 1848 an die Amerikaner hat abtreten müssen. Denn 1846-48 hat es einen amerikanisch-mexikanischen Krieg gegeben, in dessen Gefolge das Territorium der späteren Bundesstaaten New Mexico, Arizona, Nevada und Kalifornien an die Vereinigten Staaten fiel. Und die Helden im Berliner Auswärtigen Amt dachten also, daran konnte man sich irgendwie noch erinnern, das muss man, fragen wir mal die Mexikaner, vielleicht machen die mit. Und dann können die anschließend, wenn wir gewonnen haben, geben wir den Mexikanern eben wieder die südlichen Staaten der USA zurück. Ein Vorgang, der an Dummheit eigentlich kaum zu überbieten war. Die Mexikaner hatten nicht die geringste Lust, in irgendeiner Weise gegen die Vereinigten Staaten von Amerika anzutreten. Der britische Geheimdienst entschlüsselt dieses Telegramm. Und es liegt schon am anderen Tag natürlich nicht nur in London auf den entsprechenden Schreibtischen, sondern auch in Washington, D.C. Und man muss nicht großartig Fantasie entwickeln, um klarzustellen, dass die Tateinheit von erneutem unbeschränktem U-Boot-Krieg mit einer Drohung, die sich damit natürlich wiederum gegen, also hier natürlich auch den amerikanischen freien Handel richtet, und die Aufforderung an den südlichen Nachbar der USA, in Kriegshandlungen gegen die Vereinigten Staaten einzutreten, von amerikanischer Sicht natürlich interpretiert wird als feindliche Handlung. Am 2. April
des Jahres 1917 forderte Woodrow Wilson den amerikanischen Kongress auf, Deutschland den Krieg zu erklären. Sie wissen, der Krieg in Amerika wird nicht durch den Präsidenten erklärt, sondern durch eine Entscheidung des amerikanischen Kongresses. Und am 6. April erklärt der Kongress mit großer Mehrheit dem Deutschen Reich den Krieg. So, damit befinden sich ab dem 6. April 1917 die Vereinigten Staaten von Amerika, die bis dahin neutral gewesen sind, im Krieg mit dem Deutschen Reich. Ich sage gleich dazu, das bedeutet noch nicht, dass sich die Vereinigten Staaten auch im Krieg mit Österreich-Ungarn befinden. Erst im Dezember 1917 erklärt der amerikanische Kongress Österreich-Ungarn den Krieg, weil zunächst einmal von Österreich-Ungarn keinerlei Gefahr ausging. Es ist das Deutsche Reich, das hier provoziert mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg unter Zimmermann-Depesche. Und insofern ist das Deutsche Reich der primäre Gegner der Vereinigten Staaten von Amerika. Was jetzt passiert zwischen April 1917 und dem Ende des Krieges im November 1918, will ich an der Stelle relativ schnell erklären. Wir machen ja jetzt hier sozusagen keine Schlachtengeschichte. Es gibt dann natürlich die Absicht der Amerikaner, wirklich auch auf dem europäischen Kriegsschauplatz einzugreifen. Es kommt zu einer großflächigen, großformatigen Verschiffung von Truppen auf den westlichen Kriegsschauplatz, das heißt an die Front, die in Belgien und Frankreich verläuft. Insgesamt sind bis zum Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 1,2 Millionen amerikanische Soldaten nach Frankreich verschifft und transportiert worden. Das Interessante dabei ist, dass die deutschen U-Boote auch nicht annähernd in der Lage waren, diesen Transport zu verhindern. Ich habe mir das extra einmal herausgeschrieben. Von diesen 1,2 Millionen Amerikanern sind ganze 63 auf See gestorben, ja, durch die Aktion deutscher Schiffe, also deutscher U-Boote. Warum? Weil die amerikanischen Truppentransporte natürlich extrem geschützt waren und im Konvoi fuhren, sodass die Möglichkeit für U-Boote, also hier massiv Versenkungen vorzunehmen, nicht möglich waren. Und insofern gibt es für Deutschland auch keine Chance, diesen massiven Truppentransfer der Amerikaner auf den europäischen Kriegsschauplatz in irgendeiner Weise zu behindern oder einzuschränken. Im Allgemeinen sagt man, dass die 1,2 Millionen amerikanischen Soldaten auf dem westlichen Kriegsschauplatz eigentlich wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass sich die Waage zu Ungunsten Deutschlands neigt 1918. Die Amerikaner sind in der Lage, immer wieder neue Nachwuchskräfte, Divisionen an die Front zu befördern, während Deutschland im Grunde ähnlich wie Frankreich und England 1918 absolut ausgepowert ist und keine Möglichkeit mehr hat, hier das Schicksal auf dem westlichen Kriegsschauplatz zu wenden. Das heißt, es sind die Amerikaner, die an diesem Schauplatz in 1918 mehr oder weniger den Ausschlag geben, nicht weniger, weil sie hier über eine ganz große Gruppe von ausgeruhten und trainierten Soldaten verfügen. 113.000 Amerikaner kehren nicht wieder zurück und sind als Opfer zu beklagen. Das Interessante, und das gilt für die meisten der älteren Kriege, die Hälfte der amerikanischen Toten sind Tote, die an Krankheiten gestorben sind. Das heißt, nicht durch Kriegshandlungen. Durch Kriegshandlungen sterben ungefähr 65.000 Amerikaner. Aber nochmal so viele sterben durch Krankheiten. Sie wissen, 1918 ist dann auch das berühmte Jahr der spanischen Grippe. Das heißt, für viele Verwundete war das natürlich mit geschwächtem Körper dann eine Situation, der sie nicht mehr gewachsen waren. Ich habe mir noch aufgeschrieben, der Krieg kostet den amerikanischen Steuerzahler 33 Milliarden Dollar. Ungefähr ein Drittel dieser Kosten werden durch Steuern aufgefangen. Zwei Drittel der Kriegskosten werden durch Anleihen finanziert. Das heißt, es gibt mehrere sehr erfolgreiche Kampagnen in Amerika und zwei Drittel des Geldes werden durch Anleihen bei der eigenen Bevölkerung aufgenommen. Ich werde später an anderer Stelle noch etwas zu dieser Anleihepraxis sagen. Am 6. Oktober 1918 bittet Deutschland Woodrow Wilson um die Einfädelung eines Waffenstillstandes auf der Basis der berühmten 14 Punkte, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Woodrow Wilson kommt dieser Bitte nach und damit ist der Erste Weltkrieg durch Waffenstillstand beendet. Das ist, wenn Sie so wollen,
Ich habe hier, glaube ich, auch noch, habe ich vergessen zu zeigen, eine schöne Karikatur über die Zimmermann-Depesche. Ja, Sie sehen das, The Temptation, also der deutsche Kaiser in so einer Mischung aus Kaiser und Teufel, ja, versucht dem Mexikaner irgendwie mit Blick auf die Landkarte zu zeigen, also wenn du mitspielst, das gehört dir. Ja. Also natürlich war das im Grunde für in dem Moment, wo das dechiffriert war, eigentlich etwas, was dem Gelächter preisgegeben wurde, weil die Amerikaner haben gesagt, ja, sind die so dumm, die Deutschen, ja, dass sie im Grunde glauben, sie könnten hier allen Ernstes die Mexikaner dazu bewegen, gegen Amerika vorzugehen. Aber in der offiziellen Begründung oder in der offiziellen Verstimmung ist das natürlich ein wichtiger Faktor gewesen, ja, dass man hier tatsächlich von deutscher Seite aus versucht hat, im Süden der USA zu Kriegshandlungen aufzustacheln. Und dann habe ich noch, den haben wir natürlich auch, aber ich habe Ihnen natürlich auch hier noch ein Bild mitgebracht von der Ausschiffung amerikanischer Soldaten, die immer mehr werden, 1918 auf dem französischen Kriegsschauplatz. Ja, das ist im Grunde jetzt eigentlich so das übliche Narrativ. Die USA sind neutral, die deutsche Politik provoziert auf der Basis des unbeschränkten U-Boot-Krieges, auf der Basis einer wahnwitzigen Idee eines hegemonialen Konfliktes und der Aufstachelung der Mexikaner gegen die Amerikaner. Es kommt zum amerikanischen Kriegseintritt. Und die Masse der amerikanischen Soldaten und natürlich die große industrielle Fertigkeit und Fähigkeit der Amerikaner führt dann letztlich zu einem Übergewicht, das dazu beiträgt, dass im Jahr 1918 dieser Krieg an der Westfront beendet wird mit einem Waffenstillstand, ergo einer deutschen Niederlage. So, das ist das übliche Narrativ, wenn man über die Vereinigten Staaten von Amerika und den Ersten Weltkrieg spricht. Jetzt zu den vier Punkten, über die ich ja aus globalgeschichtlicher Perspektive ein bisschen sprechen will. Das erste ist die Frage, was heißt eigentlich neutral? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zwischen 1914 und dem 6. April 1917 neutral. In der Diplomatiegeschichte heißt neutral natürlich, man ergreift keine Partei. Man ist kein Akteur in diesem Handeln. Aber ist das eigentlich alles, was sich unter Neutralität verstehen lässt? Wenn man mehr die Perspektive auf die amerikanische Gesellschaft richtet, dann zeigt sich, dass neutral heißt, es darf alles gemacht werden, ohne dass man von der eigenen Regierung dafür belangt und bestraft werden kann. Neutralität heißt im Innern der Gesellschaft, es gibt einen extremen Spielraum. Sie können sich nämlich auf die eine oder auf die andere Seite werfen, ohne in irgendeiner Weise damit rechnen zu müssen, dass Sie von Ihrer eigenen Regierung abgestraft werden, weil Sie sich auf die falsche Seite werfen. Weil wenn Sie neutral sind, gibt es keine falsche Seite. Das ist das Verblüffende und das erklärt uns natürlich auch, warum in diesen Jahren zwischen 1914 und 1917 die Amerikaner sich keineswegs abgewandt haben von Europa, im Sinne dessen, dass man sagt, das ist alles furchtbar, wir wenden den blöden Europäern den Rücken zu. Davon kann gar keine Rede sein. Amerika ist, wenn man so will, oder man sollte vielleicht besser sagen, die Amerikaner, Amerikanerinnen und Amerikaner, sind vom August 1914 an diesem Konflikt nicht nur interessiert, sondern sie nehmen auf unterschiedlichste Art und Weise an diesem Konflikt teil. Zunächst einmal ist es natürlich klar, dass die Neutralität nicht bedeutet, dass man nicht weiter Business treiben kann mit denen man das vorher getan hat. Nun ist es so, dass die Engländer relativ effektiv Deutschland blockieren. Das heißt, der Handelsverkehr mit Deutschland entfällt zu einem erheblichen Teil. Das ist natürlich auch ein Stück der Schwächung Deutschlands, ja, in diesem Krieg. Diese erfolgreiche Blockade, die durchgeführt wird. Aber die Amerikaner versuchen das, was ihnen da dann natürlich auch fehlt, zu kompensieren durch eine Forcierung des Handelsverkehrs mit England und vor allen Dingen auch mit Frankreich. Und im Rahmen dieses Handelsverkehrs kommt es dann natürlich auch zur Gewährung zahlreicher Kredite an die kriegführenden Staaten. Das heißt, in der Hinsicht ist Amerika von Anfang an auch ein finanzpolitischer Akteur in diesem Ersten Weltkrieg. Interessanter als das, das wissen wir ja eigentlich alle schon, aber interessanter als das finde ich drei andere Punkte, an denen man klarstellen kann, wie eine Gesellschaft in einen Krieg eingreift und sich in einen globalen Rahmen setzt. Ich will an der Stelle drei Punkte Ihnen kurz vorstellen, die etwas aussagen über das Verständnis, das die amerikanische Gesellschaft von diesem
europäischen Krieg haben. Das Erste, was ich Ihnen vorstellen will, ist die Commission for Relief in Belgium. Denn hier haben wir ein Fallbeispiel für ein Verständnis der USA als einer moralisch überlegenen Weltmacht, die auf das Kriegsgeschehen mit philanthropischer Geste, mit einer unmittelbaren Hilfe reagiert. Sie wissen, dass Belgien gleich zu Beginn des Krieges von deutschen Truppen überrannt wurde, völkerrechtswidrig. Belgien hatte sich neutral erklärt. Und der deutsche Einmarsch in Belgien ist militärstrategisch begründet worden im Rahmen des sogenannten Schliefenplans, dass man im Grunde also nördlich einen Ausgriff auf Frankreich machen will, ja, um die Franzosen gewissermaßen dann an ihrer schwächsten Stelle zu treffen, dort, wo sie nicht damit rechnen, dass es zu einem deutschen Angriff kommt. Dieser Überfall auf Belgien hat gravierende Konsequenzen, denn es ist der Überfall auf Belgien, der England zur Kriegserklärung an Deutschland zwingt im Rahmen dessen, was England vorher allerdings auch immer wieder durchaus erklärt hat, dass eine Verletzung der Neutralität Belgiens nicht hingenommen werden kann. Denn wenn deutsche Truppen an der Kanalküste stehen, können sie schon nach England gucken, ne? Also das heißt, Belgien ist natürlich auch für England von einer relativ großen strategischen Bedeutung. Belgien leidet unter der deutschen Besatzung. Es kommt zu einer ganzen Reihe von Kriegsverbrechen, vor allen Dingen aber natürlich auch zu einer drastischen Verschlechterung der Ernährungssituation für die belgische Bevölkerung. Und hier greift die im Wesentlichen von den Amerikanern ins Leben gerufene Commission for Relief in Belgium ein, indem also nun massiv nicht nur Gelder gesammelt werden, sondern es werden die unterschiedlichsten Dinge eingesammelt, um der notleidenden belgischen Bevölkerung zu helfen. Es kommt insgesamt zur Gründung von 10.000 Ortsverbänden in den Vereinigten Staaten von Amerika, die nichts anderes machen, als andauernd Gelder einzusammeln, Hilfsgüter einzusammeln, um hier das notleidende Belgien zu versorgen. Bis zum Ende des Krieges werden 5,7 Millionen Tonnen Hilfsgüter von den Vereinigten Staaten von Amerika nach Belgien verschifft. Es gibt eine Übereinkunft mit der deutschen Seite, dass Schiffe, die also deutlich, Sie sehen das hier, gekennzeichnet sind als Hilfsschiffe für Belgien, nicht torpediert werden. Das ist etwas, an das sich die deutsche Seekriegsleitung auch hält. Können Sie sich vorstellen, warum? Bitte? Ja. Ja, Sie haben recht. Ich meine, natürlich wäre es ein extremer Imageschaden für Deutschland gewesen, wenn man also ein klares Hilfsschiff torpediert hätte. Aber es gibt eigentlich auch noch eine andere Erklärung. Ja. Inwiefern haben Sie profitiert? Ja, nee, die Deutschen haben die Hilfsgüter gar nicht gekriegt, aber sie mussten Belgien selber nicht ernähren, ne? Das heißt, die Deutschen haben gesagt, na, ist ja prima, ja, wir brauchen die Belgier nicht ernähren, das machen die Amerikaner, ja? Wenn die Amerikaner das machen wollen, sollen sie es tun. Das heißt, letztlich war diese großzügige amerikanische Hilfsaktion natürlich auch eine Stabilisierung der deutschen Besatzungsherrschaft, denn die deutsche Besatzungsherrschaft hätte Belgien auch nicht verhungern lassen können, aber es hätte Kosten verursacht, ja? In einer Situation, in der ja auch die Ernährungslage spätestens ab 1915-16 in Deutschland nicht besonders groß war. Insofern hat man hier einfach dieses Agreement mit den Amerikanern gemacht. Ihr füttert die Belgier, dann müssen wir das nicht tun. Ja? Deshalb tatsächlich auch die strikt eingehaltene Politik, die Schiffe der Commission for Relief in Belgium nicht zu torpedieren. Der große Organisator der amerikanischen Hilfsaktion für Belgien ist ein Mann gewesen, der weltweit schon Erfahrung gesammelt hatte. Er ist eigentlich ein Ingenieur für Bergbau gewesen und tourte vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen den unterschiedlichsten Regionen hin, hatte sich einen Ruf erarbeitet als effizienter Organisator und war dann im Grunde prädestiniert, auch diese große Organisationsaufgabe zu übernehmen. Und er hat damit sich ein Renommee in der amerikanischen Öffentlichkeit erarbeitet, das ihm später in den 20er Jahren auch bei seiner politischen Karriere geholfen hat. Denn Sie sehen hier Herbert Hoover,
Ja, Herbert Hoover ist der große Organisator der amerikanischen Belgienhilfe. Er wird dann 1921 amerikanischer Handelsminister, dann Agrarminister und schließlich 1928 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wird 1932 von Franklin Roosevelt abgelöst. Aber in den 20er Jahren ist Hoover eine bedeutende Figur in den USA und das Renommee geht zurück auf die Belgienhilfe, die er hier im Wesentlichen organisiert hat. Was bei dieser ganzen Geschichte aber faszinierend ist, ist natürlich, dass im Rahmen einer solchen philanthropischen Hilfsaktion wesentliche Teile der amerikanischen Gesellschaft ein Band knüpfen zu einem Land, mit dem sie bis dahin eigentlich wenig verbunden hat. Das heißt, wir haben hier wirklich das interessante Beispiel einer menschlichen Solidarität, ohne dass man in irgendeiner Weise bis dahin eigentlich miteinander zu tun hatte. Ganz berühmt, und da habe ich Ihnen hier auch ein Beispiel mitgebracht, also ein erheblicher Teil der Unterstützung, was die Lieferung von Weizen betrifft, kam aus dem amerikanischen Bundesstaat Kansas, also einem der traditionellen Agrarproduzenten im Mittleren Westen, und die haben immer diese riesigen Weizensäcke dann auf die Schiffe gebracht und die sind dann in Belgien gelandet, und irgendwann gab es in Belgien eine Initiative: Wir besticken diese Weizensäcke aus Kansas und schicken sie wieder zurück als kleine Geste und als kleinen Dank, und die werden heute noch in vielen Familien in Kansas aufbewahrt als Zeichen für diese Solidarität von Bevölkerungsgruppen, die bis dahin nichts miteinander zu tun hatten, die sie auch nie gesehen haben, die aber unter dem Eindruck des Krieges sich zu einer solidarischen Geste hier verpflichtet fühlen. Sie sehen es, Merci à l'Amérique, die amerikanische und die belgische Fahne. Und wenn Sie im Netz ein bisschen unterwegs sind, finden Sie noch ganz andere interessante Beispiele für diese Geste des Bestickens von Weizensäcken, um hier also eine Solidaritätsgeste mit einer Geste im Grunde, ja, eine Geste zurückzugeben. Das zweite Beispiel, wie man auch in der Neutralität also den Krieg nutzen kann für die eigene Gesellschaft, ist allerdings etwas ganz anderes geartetes, nämlich das betrifft die Bevölkerung der African Americans in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Belgien-Geschichte, kann man sagen, Amerika präsentiert sich als eine moralisch überlegene philanthropische Macht, die nichts anderes im Auge hat als die unmittelbare Hilfeleistung für ein Land, das geschunden ist und in schlechter Ernährungslage sich befindet. Aber African Americans haben Belgien als ein ganz anderes Argument versucht zu nutzen. Denn der Vorwurf an Deutschland lautete, ja, Kriegsverbrechen zu begehen, zum Beispiel Leute aufzuhängen auf der Basis einer windigen Anklage. Ja, wenn irgendein Belgier ein Gewehr hatte oder so, dann hat er aktiv gegen Deutschland gearbeitet. Und es kam zu einer ganzen Reihe von Menschenrechtsverletzungen, die in der englischen und in der amerikanischen Öffentlichkeit natürlich dargestellt worden sind als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das war ein Punkt, wo einige African Americans gesagt haben, wir stimmen dem zu, aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt es auch in Amerika, denn hier werden Leute auch gelyncht. Das ist das zentrale Problem der African Americans, lange bis in die 60er Jahre Opfer von Lynchjustiz geworden zu sein auf der Basis von gar keinen Anklagen oder windigen Anklagen. Insofern haben viele African Americans, ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, werden wir wahrscheinlich nicht erkennen können, aber Sie nehmen es mir wahrscheinlich einfach ab, hier dann auch immer wieder protestiert auf der Basis einer Übereinkunft, wenn Amerika dann sich auch an einem Krieg beteiligt, in dem es um universelle Werte geht, dann müssen die auch im eigenen Land gelten. Das heißt, hier kann man sagen, der Krieg als Argument, um einer bedrängten Bevölkerungsgruppe im eigenen Land ein Stück Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das dritte Beispiel, das ich anführen will für diese Art und Weise, wie man als Gesellschaft sich an einem Krieg beteiligen kann, ohne ihn zu führen, betrifft, da habe ich Ihnen noch ein Bild mitgebracht von einer sehr prominenten Zeitschrift der African Americans, The Crisis. Da gab es dann auch natürlich, als die Vereinigten Staaten dann im Krieg eingetreten waren, auch afroamerikanische Soldaten, die aber natürlich auch rassistisch diskriminiert wurden. Und insofern hat man hier natürlich auch versucht, auf dieser Basis zu arbeiten und zu sagen, wer seinen Kopf hinhält für die Vereinigten Staaten von Amerika, darf nicht diskriminiert werden. Das ist übrigens eine Bewegung,
die die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgreift. Da heißt es dann am Ende sogar Double Victory. Ja? Wir wollen einen Sieg in Europa, wir wollen aber auch einen Sieg in Amerika. Ja? Im Sinne dessen, dass keiner mehr diskriminiert werden kann, der dieselben Leistungen erbringt im Sinne des Hinhaltens des eigenen Körpers für sein Land. Der dritte Aspekt in der amerikanischen Bewegung während des Krieges besteht darin, dass man natürlich auch zahlreiche Initiativen geschaffen oder eingerichtet hat, die eine konkrete Hilfe für eine Gruppe betraf, mit der man sich aber sehr wohl verwandt fühlte, nämlich einfach eine ethnische Solidaritätsbewegung. Farmer aus Kansas, die Weizen nach Belgien verschiffen, haben das nicht getan auf der Basis eines ethnischen Gemeinschaftsgefühls. Aber es hat dies natürlich auch gegeben. Und ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Es gab unter den amerikanischen Juden eine sehr starke Hilfsbewegung zugunsten einerseits der osteuropäischen Juden. Denken Sie nur an Galizien. Das ist ja eine Region, in der auch viele Juden gelebt haben, die durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges tangiert waren, gelitten haben, schlecht ernährt wurden, Menschenrechtsverletzungen zum Opfer gefallen sind. Und es gab aber natürlich auch in Palästina eine Gruppe, die hier zum Objekt amerikanischer Wohlfahrtsbestrebungen gewesen ist, im Sinne einer ethnischen Unterstützung, wo man also dann wirklich sagt, man hat etwas miteinander zu tun, denn die Verbindungen zwischen osteuropäischen Juden und amerikanischen Juden waren in der Tat ja sehr eng, weil die meisten amerikanischen Juden ursprünglich aus Osteuropa zugewandert waren, mit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, hier gab es noch konkrete Familiennetzwerke, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Nicht von ungefähr ist dann im Grunde in dieser Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika auch 1916 ein Schlüsseltext veröffentlicht worden, der bis heute im amerikanischen Selbstverständnis eine große Rolle spielt, geschrieben von einem jungen Schriftsteller mit Namen Randolph Bourne, der einen Text verfasst hat, der Transnational America heißt. Und in diesem Text ein Bild der Vereinigten Staaten von Amerika entwirft, das kosmopolitisch ist und nicht mehr den Melting Pot beschwört, im Sinne dessen, dass dann irgendwie alle gleichmäßig herauskommen, sondern dass eher ein Bild beschwört, in dem jeder Amerikaner so sein kann, wie er will, sofern er sich nur auf ganz bestimmte ethische Normen hin verpflichtet. Also auch der Aspekt etwa einer doppelten Staatsbürgerschaft wird hier angesprochen und im Grunde genommen die Vorstellung eines kulturellen Pluralismus, das habe Amerika stark gemacht und das ist etwas, was die amerikanische Gesellschaft in diesem Zeitraum der Neutralität auch selber erfährt. In diesem Grunde bekommt es hier auch große Resonanz für diese Situation der Transnationalität im Sinne einer Gemeinsamkeit der Amerikaner, wo immer sie ursprünglich hergekommen sein mögen. Genau dieses Verständnis eines transnationalen Amerikas, in dem die unterschiedlichsten Leute aber an einem Strang ziehen, ist dann auch das, was zum großen Erfolg der amerikanischen Kriegsanleihen beigetragen hat, weil man hier von vornherein eine Politik macht, die die unterschiedlichsten Gruppen gezielt anspricht, zum Beispiel auch in ihrer eigenen Sprache. Wenn man das einmal vergleicht mit dem Debakel der österreich-ungarischen Kriegsanleihen, in dem sich die meisten nicht deutschsprachigen Gruppen nicht beteiligen oder kaum beteiligen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es sich hier um eine gemeinsame Kriegsanstrengung handelt, ist die Politik der amerikanischen Kriegsanleihen viel erfolgreicher. Und Sie sehen hier eines der berühmtesten Plakate aus dem amerikanischen Ersten Weltkrieg, Americans All. Ja? Und dann stehen aber auf der Honor Roll, ich glaube, das können Sie alle lesen, natürlich die Namen. Ne? Du Bois, Smith, O'Brien, Chaika, Hauke, Papandrikopoulos, Andraschi, Villotto, Levi, Turovic und so weiter. Also der ganze Flickenteppich der amerikanischen Gesellschaft. Aber alle Americans. Ja? Und alle Teil dieser gemeinsamen Kriegsanstrengung. Natürlich ist das auch Idealisierung. Aber wenn Sie sich vorstellen, und das wissen wir im Grunde aus einer Fülle von Untersuchungen, dass die tatsächlich auch alle sich beteiligt haben, ja? Es keineswegs nur die White Anglo-Saxon Protestants gewesen ist, die hier also das Geld für die amerikanische Kriegsanleihe zusammengebracht haben, dann wird schon klar, dass hier offensichtlich einiges tatsächlich funktioniert hat im Sinne des Zusammenhalts dieser Gesellschaft.
Ein interessanter Aspekt bei diesem Versuch einer transnationalen, transethnischen Zusammengehörigkeit ist im Grunde natürlich auch das, was Sie möglicherweise ja auch wissen, dass der tschechoslowakische Staat seine Gründung im Grunde in den Vereinigten Staaten erlebt, insofern als es auf der Basis der Vermittlung von in Amerika lebenden Tschechen und Slowaken möglich gewesen ist, im sogenannten Pittsburgh Agreement am 31. Mai 1918 hier, also auf der Basis, wenn man so will, typisch amerikanischer Grundsätze, eine sozusagen den Keim zu legen oder den Grundstock zu legen für die tschechoslowakische Staatsgründung, die dann ja auch in der Realität im Oktober 1918 in Prag vom Stapel gelassen wird. Masaryk ist jemand, der in den Vereinigten Staaten auf gut Deutsch gesagt ein- und ausgeht und natürlich ganz bewusst dann später auch die Unabhängigkeitserklärung des tschechoslowakischen Staates hier also ein bisschen modelliert nach dem amerikanischen Muster. Es gibt ja auch ein Wilson-Denkmal in Prag. Also von daher, auch das ist ein Beispiel für die Transnationalität Amerikas und für die Globalgeschichte des Krieges, weil man hier einen Zusammenhang herstellen konnte, in Amerika einen Zusammenhang herstellen konnte zwischen Tschechen und Slowaken in der Habsburger Monarchie und Tschechen und Slowaken in Amerika, die natürlich lebhaft Anteil nahmen an dem, was in Europa geschah. Woodrow Wilson, ich habe ihn ja schon, Studenten bei mir kennen das, ich habe immer die Marotte, dass ich meistens Briefmarken zeige, wenn es darum geht, irgendwelche Personen abzubilden, weil die meisten Bilder sind ja irgendwie ein bisschen langweilig. Man kann natürlich nicht über die Globalgeschichte der Vereinigten Staaten im Ersten Weltkrieg sprechen, ohne über Wilson zu sprechen und seine globale Vorstellung eines Krieges. Diese globale Vorstellung eines Krieges, die Wilson 1917, 1918 entwickelt hat, war nicht unbedingt global im Sinne einer militärischen Präsenz der Vereinigten Staaten von Amerika in allen Ecken der Welt. Das, was wir heute vielleicht uns so spontan darunter vorstellen würden. Darum ging es nicht und so kräftig waren die Amerikaner 1917, 18 auch gar nicht gewesen. Das Entscheidende in der Konzeption des Krieges bei Wilson bestand darin, dass er einen universellen Krieg für sich hat begründen können, nur unter der Prämisse, dass es ein Krieg sein muss, der alle Kriege beendet. Das heißt, ein Krieg, der ein für alle Mal Schluss machen soll mit der Politik des Krieges, wie sie von den Europäern geführt wurde. Das ist die Absicht, die Wilson in seiner Botschaft an den amerikanischen Kongress im April 1917 vom Stapel lässt. Und nur so glaubt er auch, die amerikanische Öffentlichkeit gewinnen zu können für diese Kriegsanstrengung, nicht sich zu europäisieren und zu einem Akteur zu werden wie die anderen in Europa, sondern eine besondere Rolle spielen mit dem Ziel, die Welt, und das ist das Zweite, und Sie kennen diese Formulierung sicherlich auch, make the world safe for democracy. Warum democracy? Weil in Wilsons Denken Demokratien keine Kriege mehr führen. Ja, das ist im Grunde genommen etwas, was zurückgeht auf Kants Idee eines weltbürgerlichen Friedens. Demokratien führen keine Kriege gegeneinander, weil sie gebunden sind an Rituale, an öffentliche Meinung, an Abstimmungen, die ja nur immer gegen den Krieg ausgehen können. Deswegen ist das universale Ziel von Woodrow Wilson die Herstellung, wenn man so will, eines demokratischen Konsenses, der dann dazu beitragen soll, dass die Politik des Krieges nicht mehr möglich ist. Dieser Zusammenhang zwischen Demokratisierung und Frieden, den hat Wilson übrigens 1917, und insofern ist das auch das entscheidende Jahr für den amerikanischen Kriegseintritt, nicht nur wegen Zimmermann-Depesche, nicht nur wegen der deutschen U-Boote, sondern auch, weil im Februar 1917 in Russland die erste Revolution, die Februarrevolution, siegt, das heißt, das zaristische Russland zerfällt. Das war bis dahin für die Amerikaner eine Schwierigkeit, an der Seite Frankreichs und Englands zu stehen. Das hätte man vor der amerikanischen Öffentlichkeit noch begründen können. Aber an der Seite einer der ältesten Autokratien Europas zu stehen, also auch noch der Verbündete des zaristischen Russlands zu werden, das wäre für die Amerikaner undenkbar gewesen. Deshalb ist die Februarrevolution extrem wichtig, weil jetzt kann Amerika sagen, aha,
In Russland geschieht eigentlich genau das, was wir uns vorstellen. Es wird ein Prozess der Demokratisierung in Gang gesetzt und der führt ganz folgerichtig zu einem Ausscheiden Russlands aus dem Krieg. Ja, das war ein Beleg für die Sichtweise von Woodrow Wilson, die ihm selber auch dabei geholfen hat, das zu verstehen, was in Europa hier an der Stelle passiert. Sie wissen, Woodrow Wilson bekommt 1919 auch den Friedensnobelpreis für die Beendigung des Krieges, für die Idee des Völkerbundes, die ja dann nicht die ganz große Geschichte durchgeführt hat, wie er sich das vorgestellt hat, aber natürlich hier schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe Ihnen hier auch, das ist natürlich das zentrale Dokument, können Sie wahrscheinlich aber nicht lesen, das ist immer so blöd, wenn man diese Dinge da so hier mitbringt, ne? Die berühmten 14 Punkte von Woodrow Wilson. Ich gucke jetzt auf die Uhr, wir könnten ihn natürlich jetzt durchsprechen, aber das wäre dann vielleicht ein bisschen zu sehr wie im Seminarraum an der Uni, aber wir können in der Diskussion gerne auf die 14 Punkte eingehen, denn sie sind natürlich die Quintessenz der Wilsonschen Idee eines universalen Krieges, nicht im Sinne einer globalen Präsenz, sondern im Sinne einer wirklich ideengeschichtlichen Kriegführung mit dem Ziel, den Krieg nicht mehr zu einem Mittel der Politik im Anschluss daran werden zu lassen. Ich komme dann auch schon zu diesem Punkt, den ich als Wilsonian Moment bezeichnet habe, denn die weltweite Wirkung des Auftretens von Woodrow Wilson ist erst in den vergangenen Jahren in der Forschung richtig bearbeitet worden. Und man weiß heute, dass die Passagen in den 14 Punkten, die auf das Selbstbestimmungsrecht der Nationen hinauslaufen, nicht nur in Österreich-Ungarn eine Wirkung gehabt haben, sondern weltweit. Wir haben 1919 in Ägypten, in Indien, in China, in Korea Bewegungen, die herumlaufen mit Wilson auf ihren Plakaten. So nach dem Muster Selbstbestimmungsrecht der Nationen finden wir gut. Ja? Bei uns herrschen aber die Engländer. Wie kommt das? Ja? Das verstehen wir nicht unter Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Das heißt, das, was Wilson hier angesprochen hat, entfaltete eine weltweite Wirkung, mit der er selber gar nicht gerechnet hat. Ja? Das wurde plötzlich zur Zauberformel, diese Vorstellung einer autonomen Selbstverwaltung all derer, die sich zu einer autonomen Selbstverwaltung ermächtigt fühlten. Und insofern spricht man auch von einem Wilsonian Moment. Und das ist dann aber auch der Punkt, um an der Stelle zum letzten Punkt zu kommen, Positionsgewinn und Rückzug, die USA in der Weltpolitik 1918-20. Sie wissen, dass die großen Hoffnungen, die Wilson erweckt hat, nicht eingehalten werden konnten, weil es Wilson bei den Friedensverhandlungen, bei den Pariser Vorortverträgen nicht gelungen ist, die Engländer und die Franzosen davon zu überzeugen, dass ein Friede anders auszusehen habe als nach den Ritualen einer europäischen Machtpolitik, wo man im Grunde einfach nur darauf ausgeht, den niedergeschlagenen Gegner dann anschließend so klein zu machen, wie es nur irgend geht. Wilson hat sich 1919 in den Pariser Vorortverträgen nicht durchsetzen können. Das hängt mit der momentanen Stärke der Engländer und Franzosen zusammen. Es hängt auch damit zusammen, muss man immer wieder sagen, gelegentlich sind solche persönlichen Faktoren einfach wichtig, dass Wilson einen Schlaganfall hatte und in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 de facto ausfiel. Das heißt, er konnte auch als Person nicht das Gewicht der Vereinigten Staaten in Paris repräsentieren. Es kommt dann auch zu politischen Verwerfungen in den USA. In den USA ist immer so eine Geschichte, man engagiert sich, aber dann gibt es immer so ein Momentum, wo Amerikaner dann sagen, und in dem Moment waren es natürlich auch die republikanische Mehrheit im amerikanischen Kongress, jetzt ist aber genug. Wir lassen die Europäer jetzt alleine. Ja? Also wir haben unseren Teil getan, aber wir möchten nicht weiter in irgendeiner Weise in diese europäischen Schlamasselgeschichten mit hineingezogen werden. Das heißt, der Wilsonian Moment scheitert nicht nur daran, dass man hier mit klassischen Kolonialmächten zu tun hat, wie England und Frankreich, die natürlich die Idee einer Selbstbestimmung in den Kolonien für inakzeptabel halten, sondern der Wilsonian Moment scheitert auch daran, dass die amerikanische Öffentlichkeit und die amerikanische Politik noch nicht wirklich vorbereitet ist auf die weltpolitische Rolle,
die mit dem, was Wilson hier eigentlich versucht hat herzustellen, verbunden gewesen wäre. Amerika hätte eine weltpolitische Rolle spielen müssen, die es 1919, 1920 nicht spielen wollte. Das ist der große Widerspruch, wenn man über die USA in der Globalgeschichte des Ersten Weltkrieges nachdenkt. Niemand hat so viel Kraft gehabt, niemand hat so viele Ideen gehabt für eine neue Weltordnung wie der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der sicherlich ein problematischer Mann war, andererseits aber, das muss man sagen, intellektuell den meisten europäischen Staatsmännern, von den gekrönten Häuptern ganz abgesehen, intellektuell turmhoch überlegen war in seiner Vorstellung, ja, was da passiert und was man eigentlich verdammt nochmal tun muss, damit so etwas nicht wieder passiert. Ja. Das hat leider bei den meisten Europäern nicht die große Rolle gespielt, wohl aber bei Woodrow Wilson. Es ist also hier durchaus auch ein Moment der Tragik, dass er selber persönlich nicht die Kraft mehr gehabt hat, 1919 an der Stelle also zur Verwirklichung oder wenigstens zur intensiven Diskussion seiner Politik und seiner Ideale beitragen können. Es gibt natürlich trotz allem in Europa, Sie sehen hier ein Banner, das über eine Straße in Paris gespannt wurde, eine große Begeisterung und eine durchaus auch bleibende Dankbarkeit für Woodrow Wilson und für den Beitrag, den Amerika geleistet hat, mindestens um diesen Krieg zu beenden. Ne? Um den Krieg zu beenden. Die Schaffung des Friedens ist dann eine andere Aufgabe gewesen, da habe ich eben darüber gesprochen. Aber natürlich, und das ist letztlich die globalgeschichtliche Bedeutung, die Amerikaner hier haben, zum ersten Mal greifen sie in einen europäischen Krieg ein. Und ohne die Vereinigten Staaten von Amerika wäre dieser Krieg im November 1918 großer Wahrscheinlichkeit nicht beendet worden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.